Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play A Link to the Past. Die Lösung ist ganz einfach für die, die beim letzten Mal bis zum Ende dabei waren. Wir laufen hin, wir laufen her und schon gibt er uns das Magic Powder rüber. Seht ihr das? Wow. Dankeschön! So, wenn wir das jetzt schon mal geholt haben, dann holen wir auch noch die letzte Flasche, hätte ich gesagt. Das müsste doch sogar... Wo ist denn hier eine Brücke? Da, aber die ist es nicht. Darunter müssen wir. Oh, Mutter, eine von den beiden. Ocarina, eine Flöte. Ja, guck dir das Bild an und sag mir, dass das eine Flöte ist. Zack. Ui. So, leveln wir hier uns noch auf. Rennen! Ich habe nur keinen Plan, was es mit den letzten beiden Items auf sich hat, wenn ich ehrlich bin. Oh ne, von da komme ich nicht unter die Brücke. Ich muss irgendwo von der Seite angeschwommen kommen. Und dann geht's. Bald, doch Richtung Ende, würde ich sagen. Bei dem Wort hat sich gerade mein Hals gedacht, das schaffe ich nicht. So, nein, hier geht's nicht runter. Hier, irgendwo schon? Bestimmt erst hier rüber. Halt, wo bin ich? Ja doch, ich will runter. Ah, ja. Oh, ist gar nicht so ein abschüssiges Ding. Hä, wo komme ich denn da? Muss ja irgendwie da runterschwimmen können. Dann bestimmt von der anderen Brücke aus. Au. Lauf doch nur. Mein Herz. Trollolol. Diese Starts sind manchmal ganz, ganz schrecklich, wie ich die mache, habe ich das Gefühl. Weil es immer so total ungeordnet ist. Ah ja. Was ist denn hier? ein Herz für 10 Rubine. Ich kann mir so viele Herzen... Ich komme doch von da... Doch, da kann man lang schwimmen. Ah ja. Also, da gibt's noch eine Flasche, aber... Ja, komm, ist mir egal. Ich habe nicht genug Herzteile, um zu sagen, das will ich haben. Hätte ich 3 Herzteile schon offen, dann wäre das was anderes. Aber so, Link. Warum zieht er so eine... Was war das denn? Warum zieht er so eine komische Spur hinter sich her? Das ist meine Bremsspur. Als wäre hier so eine richtige Strömung. Oh, warum steuert er sich so komisch? Oh Gott, ich will die Ocarina gleich einsetzen, damit ich wieder weg kann. Ich schwimme hier hindurch, ihr kennt das auch. Hallo! Was ein Sprite. Zack, so ein Geweiher hier. Hi! Ich sehe, Link, du steckst in Schwierigkeiten, aber mehr kann ich dir nicht geben. Da haben wir auch die letzte Flasche. So, und jetzt... Nee, doch hier. Ach, Vogel. Also extra wegen dem nochmal eine Runde schwimmen. Unglaublich. Nee. Und nochmal. Nee. Schwimm schneller, Link. Aber nicht so komisch. Zack. Dass so viele Spiele einfach so unterschiedlich in der Art vom Schwimmen sind. Okay, mein erstes Kopfbeispiel war jetzt, in Mario 64 ist das mit dem Schwimmen ganz anders. Und dachte ich, ja, woran das wohl liegen mag. So, das sah aus, hätte man ihn da rausgeboxt. Wuhu! So, ich dachte, wir wollen jetzt nach Kakariko. Njong. Genau, einmal zack und links und ach, links. Weil ich Link heiße. Entschuldigung. Wupp. So. Dup. Hammertal. Was? Ich würde mich gerne auch vorher nochmal mit Magie aufhellen gleich. Wenn ich das jetzt nicht gleich hier kriege. Ja, du hast zu wenig, um dein magisches Pulver einzusetzen. Ah ja. So ein Spiel bist du also. So, weil hier, das weiß ich. Dup. Zack. Eine Fledermaut. Ah, wie kannst du es wagen, mich aus dem Schaf zu reißen? Ich verfluche dich. Ja, das schreit nach Rache. Mach dir was gefasst. Mäh. Jetzt habe ich einen Elektro-Suit. Ha, siehste. Siehste. Aber jetzt wird dir nur noch halb so viel Magie abgezogen. Och man, der hätte die ruhig auffüllen können. Aber das ist schon mal viel wert. So, dann gehen wir jetzt nochmal zur Hexe. Wir füllen uns jetzt hier ein bisschen Magic auf. Reicht das? Eine komplette Ladung.
Das Wichtige ist mir eigentlich nur, dass wir halt einfach genug Versuche haben. So, dann jetzt einmal. Dann lohnt sich doch unser Geld auch endlich. Sag mal, bin ich dumm? Ist Blaues nicht für beides? Super, Elixier, damit kannst du... Ja, na dann. Hallo. Sehr schön. Auffrischen, was heißt denn das? Ist das vollständig? Ist das nur ein bisschen? Man sagt's mir ja nicht. Ha ja. Nein. Ich will nicht immer von so einem Vogel mitgenommen werden. So, jetzt aber. Jetzt geht's hier endlich mal ordentlich los. Also in dem Part werden wir nicht mehr viel schaffen. Vielleicht kommen wir noch an die Stelle, wo wir das dann alles nutzen wollen, was wir uns jetzt geholt haben. Aber mehr, das ist dann beim nächsten Mal. Dann wird das Projekt, also Pokémon habe ich ja für jetzt beendet. Mehr sage ich nicht. Und ja, mal gucken, ob das Projekt hier noch signifikant länger wird. Weil wir sitzen jetzt schon ganz schön lange an den Sachen. Und wir werden einfach nicht besser. Und ich komme immer mit Schaden irgendwo an. Ich möchte ein Herz. Nein. Na? Yes. Bitte, bitte, bitte. Wo muss ich hin? Achso. Oh, habt ihr das Erdbeben gehört? Immer dieses Hin und Her. Das ist eine Minute, die wir nicht zurückkriegen. Hätte sich aber auch direkt dahin stellen können. Deine Gestalt. Verschwinde. Deine Gestalt hat sich nicht verändert. Wahoo! Ah, ist richtig. Also die Dark World Musik ist schon hart gut. Ich möchte schneller laufen. Noch schneller als mit dem Pegasus-Stiefel. Ja! Der überlebt das. Ich glaube sie. Guck mal, da ist ein Loch im Wald. Ach nee, Hammer brauchen wir. Haha. Oh mein Gott, der hat mich getroffen. Was? Der hat das nicht überlebt. Los jetzt. Ich bin's, Link. Ich mach euch fertig. Ich mach dich fertig wie ein Rettich. Na scheiß mal aufs Auge, du hier Vegeta. Entschuldigung. Hast du mich gerade vom Himmel geschossen? Oh, jetzt bin ich gerade wieder gut drinne. Gelegenheit macht Liebe, Diebe. So, das war's jetzt auch mit den Dragon Ball Vegeta Dodoria Referenzen. Also zurück zu Zabon. Nee, da fällt mir auf Anhieb nur Rapunzel ein. Nee, nee, die Leunen, die geben bestimmt was Gutes. Ah, das stimmt nicht. Denn die lassen sich gerade nicht leicht besiegen. Na, immerhin. Alles, was man mitnehmen kann, sollte man mitnehmen. Herz? Das ist doch okay. Damit kann man gut arbeiten. So, wir sind bei 9 Minuten angekommen. Also bei meiner Audioaufnahme. Das heißt, wir sind vielleicht bei 8 Minuten 15 oder so. Jetzt geht's los. Wupp. Haja! Jetzt, Link meint's ernst. So, und das Coole an dem magischen Puder ist nämlich, komm her. Komm her, du Sau. Haja! So. Können wir uns nämlich auch nicht mehr anhaben. Oh. Mann, oh. Dann müssen wir uns immerhin davor schon nicht mehr so fürchten. Ja, man kann sich aber davor fürchten, dumm zu spielen. Das ist korrekt. Zack. So, einmal. Sehr gut. Schieben. Das wird heute irgendwie... okay, ich bin später noch unterwegs, deswegen vielleicht nicht heute. Meins? Aber auf jeden Fall jetzt im näheren Zeitraum durchgerockt. Weil es reicht auch langsam. Das Spiel ist nicht so lang. Ja, krass, wie lang das auch ist, ne? Also wie lange man sich das machen kann. Für ein SNES-Spiel. Obwohl, Yoshi's Island war auch sehr lang. Stell dir mal vor, ich hätte mir so eine Regel. Ja, jedes Mal irgendwie einen Tempel pro Part. So eine Regel für das Spiel gemacht. Das wäre nicht gut gewesen. Dann wären das 13 Parts am Ende gewesen. Und ganz, ganz viel Stress. So, easy jetzt. Au, au, ja. Das war jetzt dreimal nicht nötig. Nein, hallo.
voll erwischt. Speedrun! Speedrun! Damage Boost! Oh, Damage Lost! Na, jetzt übertreibe ich es natürlich, ne? Ja, ich hatte so viel Magie und eine Fee und dazu noch das Super Elixier. Das Super Elixier hilft mir ja wirklich nur, wenn ich geschwächt bin und Magie brauche. Deswegen sollte ich das nur in Paniksituationen einsetzen. So, ihr ganzen Lümmel. Oh, ein Triple Kill! Habt ihr das gesehen? Das hatte ich ja noch nie. Glaube ich, vielleicht. Kann ich nicht. Wäre gelogen, wenn ich sagen würde, es war noch nie der Fall. Wäre auch gelogen, wenn ich sagen würde, dass ich die Gegner nicht nervig finde. Komm her. Zack. Haha. Meine Magic. Ich fühle mich jetzt schon ein bisschen sicherer. Aber der Raum ändert sich ja nicht. Mit dem ich Probleme hatte. Sonst habe ich auch keinen Bock hier die ganze Zeit. Ah, okay. Nicht machen. Komm her. Wah. Na gut, dann so. Haha, voreingelaufen. Ihr merkt das, ne? Sobald ich irgendwie was Kleines erreicht habe, werde ich total unvorsichtig. Ich schaffe den Treppenskip in Mario 64. Ja, dann wird Bowser es wohl mir ganz schön schwer machen. Genau so einer bin ich. Nein, nein, na egal. Lauf her. Auf damit. Was macht er denn? Nein, 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 nein. Huh. Noch fast 4 Herzen. Wow. Oh. Stimmt. Da war was. Oh, sogar 2 normale Schläge reichen. Krass, Mann. Ich bin leck. Na, mir egal. Durch da. Klonk. Durch da. Oh, hier war ein Herz, glaube ich. Nein. Hier war eins. Ja, was? Wirklich? Really? Danke. Eigentlich wären alle Herzteile da schon cool, ne? Habe ich halt keinen Plan. Ha, voll erwischt. Na, du denkst wohl, das würde ich mir nicht schnappen, hä? Falsch gedacht. Ich habe wohl gedacht, ich würde das ordentlich schaffen jetzt. Falsch gedacht. So, zack, zack, ah. Nein, okay. Die Räume zu schaffen ist das große Problem. Nicht das ordentliche Spielen. Oh, ich habe ihn runtergeschubbt. So. Den machen wir ganz easy. Ah, er wollte eigentlich schneller schießen. Aber das kann Link nicht. Na komm, na. Gut. Ja, das ist sowieso ein Easy-Raum. Herz nehme ich gerne. Nein! Ah, ein bisschen Training. Ach, guck mal, macht ja nicht mehr wirklich. Macht ja nicht, ist ja nicht mehr gefährlich, was es damit macht. So, mein Lieblingsraum, Leute. Leute! Einmal. Usa! Zack. Ganz langsam. War genug Zeit, auch beim letzten Mal übrig. So. Herz. Damit wir nicht mehr gestört werden. Und hier war ein voller Magietank. Deswegen lassen wir den mal da. Jetzt probieren wir es einfach. Wir fangen unten rechts an. Das will nicht so klappen, wie es soll. Leute, es ist... Nein, die dumme Sau! Och, nee. Oh, danke. Aber habt ihr gesehen, dass es ist eigentlich so einfach. Das hätte ich auch normal schaffen müssen. Zack. Nein. Ich möchte das Super-Elixier gleich einsetzen. Lasst mich in Ruhe. So, also. Zack. Zack. Der schießt nicht. Der schießt nicht, der Lümmel. Los jetzt. Wir wollen den nächsten Raum sehen. Wir wollen einen Fortschritt sehen. Oh. So. Und was sehe ich hier? In den Kisten verbirgt.
Oh, das gucken wir uns beim nächsten Mal an. Aha, ah ja. Und in den Kisten ist der Inhalt des nächsten Parts. Bis dahin und tschüss. Endlich, euer...